Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Suicide of Rachel Foster. Ich habe mir jetzt mal bei mir das Licht angemacht, weil ich doch so langsam ein bisschen Angst kriege hier. So. Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Sharp as a tack, as always, agent. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me that. Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the Timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of. Well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel, a place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay, kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 107. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear I. Dad, stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Das ist bestimmt dieser verschlossene Raum. Und wir können hier noch was angeben, unsere Sch Oh, look at that! I thought I lost you that time the Thompson girl came to play. Leonard must have found you someplace. Oh, the key's missing. Well, maybe better that way. Ach so, wir konnten es nur erwähnen. Ich dachte, wir konnten ihm das, hätten ihm das jetzt mitteilen können. So, will ich da jetzt noch einmal hin und da. Können wir ja gleich gucken noch. Ich bin ja jetzt alle anderen Gänge, bin ich ja jetzt durchgegangen. Ich habe ja jetzt eigentlich nur noch diese Schleichwände übrig. Die Geräusche hier teilweise, ne, die sind so.
irre. Hat da einer geklopft? Hey? I found the room. But? But someone barricaded it with an L-bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Dann gehe ich mal hier diesen verwinkelten Raum. Also diese Zwischendecke entlang. Da muss ich doch nur den Kabeln folgen. Eigentlich. Ich könnte auch nach oben gehen. Ich gehe mal eben. Hier komme ich. Ach, oben an der Dingens war auch so ein. So ein. Ja, so eine. Ach, wie heißt das? Da, wo dieser Handabdruck ist. Hier ist ein Kreuz angemalt. Da ist ja wieder diese unheimliche Puppe. Hey, found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. Katzen sind unabhängige Tiere. For me, a black cat crossing the road just means he's on his way somewhere. Is that your line? Maybe, no, I don't know. But that's the idea. Screwdriver. I'm out of here. Ich komme hier nicht raus. Hä? Ich komme hier nicht durch. Das ist ja nett. Jetzt kann ich wieder nach oben latschen, oder was? Dann gehe ich hier runter. Jetzt wissen wir, wo das Toilettenpapier gestapelt wird. Ich weiß zwar nicht, wo wir da rauskommen, aber egal. Ah! Der geheime Raum hier an den Toiletten. Ja, klar. Ja, da muss ich hier so rausgehen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Warum bin ich da gerade nicht rausgekommen? Verstehe ich gar nicht, ey.
verstehe das jetzt nicht. Dadurch kann man dann auch nicht mehr, okay. Ja, den habe ich jetzt. Klingelt irgendwas. Ja, irgendwas klingelt hier. Aber das mit den Räumen in der Wand und so, das haben sie auf jeden Fall von Gone Home abgekupfert. Aber ist nicht schlimm. Weil das ist einem ja auch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, das war das erste, was das so hatte. So, wir haben hier das Zimmer der Leute. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Ugh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Schauen wir uns dieses Geistervideo an. Ich verstehe keinen Ton. Leonard, der Freak. Mal oben auf den Dachboden ein. Man kann hören, wie er auf und ab geht. Gut für uns. Wir haben das ganze Hotel für uns. Können tun lassen, was wir wollen. Eine Sekunde, die Mutter ist schon wieder dieses Geräusch in meinem Kopfhörer. Hört sich fast so an, als würde da jemand Selbstgespräche führen. Ich glaube, der raucht das gute Zeug, also das Indianerzeug, weißt du. Warum habe ich denn keinen Ton? Wichser, hast du sein Gesicht gesehen? Der hat sie doch nicht mehr alle. Klingt wie die Stimme einer Frau, ein Mädchen. Was zur... Ich wette, wenn man den ganzen Winter an einem Ort wie diesem verbringt, kann man gar nicht anders als durchzudrehen. So deprimierend. Danny, bist du das Rauschen losgeworden? Fuck, ich bezahle dich, damit du deinen Job machst und nicht herumalberst. Fick dich, Stan. Was denkst du denn, was ich hier gerade mache? Ich habe riesigen Durcheinander und nichts funktioniert und dann dieser Sturm. Ich höre zu Danny, lass den Scheiß, geh jetzt und rauchen und wenn ich wiederkomme und du hast bis dahin nicht... Was zur Hölle tust du? Ich habe was gesehen. Bendy, das Band läuft nicht. Nein, ich meine in echt. Was so jemand ist hier? Glaub mir. Hä? Was wollt ihr damit sagen? Sieht eher aus wie... Oh mein Gott, siehst du das? Es bewegt sich. Oh Gott. Aha, ja, das sag ich doch. Scheiße, das reicht. Also, die haben irgendetwas gesehen. Was sie wohl veranlasst hat, abzuhauen. Ich verstehe nicht, warum ich keinen Ton reinkriege gerade. Von den Leuten. Das war wirklich creepy. Hier ist das Bad. Sind die Spiegel abgehangen schon? Na gut, hier ist aber auch nichts. Was ist das? Ein
Hohlspiegelmikrofon. Das können wir mitnehmen. Können wir dann auch was hören? Hey! Ha! Boah. For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. Damn. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. Tag 7. Okay. Geister, es ist so... Ich meine, man hört ja auch ab und zu irgendwie was Eigenartiges, ne? Also es ist ja jetzt nicht so... Jetzt müsste Weihnachten sein. Also so, ne? Mich macht das alles so ein bisschen... Wisst ihr, was das Problem ist? Mich macht das alles so ein bisschen stutzig. Ich weiß gar nicht, wie ich da... Wo ich an was ich eigentlich so denken soll. Erstmal, also... Es heißt die ganze, also mir wird so eine Geschichte verkauft, die wird mir wirklich so hingeschoben, dass es sich um einen Geist dreht. Klar, man hört gewisse Sachen und die Türen bewegen sich und alles drum und dran, dieses Knacken und so. Aber ich schiebe das eigentlich jetzt eher auf diesen Sturm, Holz, das alte Hotel und so, kann aber natürlich sein, dass es sich hier um eine Geistergeschichte dreht und das alles halt erst später kommt. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Mein Hund hat mich gerade zu Tode erschreckt, weil er angefangen hat zu hecheln. Jetzt ist natürlich die Sache, wir haben dann da immer noch diese Dingens mit Rachel. Ist Rachel wirklich tot? Ich glaube, dass sie wirklich tot ist, denn man hat ja ihren Körper gefunden. Aber der Abschiedsbrief soll nicht echt sein, angeblich. So, das könnte meine Dingens schon bestätigen, also meine Vermutung schon zum bestätigen, dass sie vielleicht ermordet wurde. Wurde sie vielleicht von dem Vater ermordet, weil er das Kind nicht wollte oder sie? Aber er schreibt aber auch in seinen Büchern, dass er sie liebt. Er liebt sie wirklich. Und wir, haben wir es vielleicht getan, wissen es nicht mehr. Dann bleibt da aber wieder die Frage, wie alt waren wir zu dem Zeitpunkt? Waren wir auch so 16 rum oder waren wir eher so 10? Das ist, dann ist ja das eine offensichtlicher, das andere eher nicht. Wer bleibt denn noch? Dann würde eigentlich nur noch unsere Mutter bleiben. Hat unsere Mutter sie vielleicht umgebracht und den Selbstmord nur vorgetäuscht, weil sie, Rache wollte? Wollte sie dadurch den Vater zurückhaben? Hat es aber nicht geschafft und deswegen haben die sich getrennt. Ich weiß es nicht. Wusste der Vater das? Ich weiß. Und dann ist da noch Irving. Der weiß zu viel. Der weiß über alles Bescheid. Will uns jetzt auch irgendwie richtig in dieser Geisterjagd unterstützen. Wo ich nicht glaube, dass Rachels Geist hier rumspukt, sondern dass hier irgendeiner ist, der uns irgendwie verarschen will. Und ich habe mal eine Vermutung, dass das Irving selbst ist. Dass Irving irgendwie da ist und irgendwie ein Verwandter oder ein Bekannter von dieser Rachel ist oder von der Familie ist. Und der will uns einfach nur irgendwie Angst einjagen oder uns verarschen. Oder uns dazu kriegen, dass wir dieses Rätsel lösen, was die ganze Zeit ungeklärt blieb, weil erstmal das Telefon. Das Telefon, das wirkt so extrem wie so eine Art, wie soll ich das sagen, Walkie-Talkie. So mit diesem Funk da und das alles drum und dran, ich weiß nicht. Dann auch, dass der zu viel Bescheid weiß und also der weiß einfach zu viele Sachen. Und dann ist dann würde sich das andere auch ergeben, wenn der nämlich irgendwo da in dem Hotel ist, in einem dieser Geheimräume oder so, oder in einen abgeschlossenen Raum. Ich krieg's ja nicht mit. Die Gästezimmer sind ja fast alle verschlossen. Dann könnte es ja sein, dass auch er das ist, der diese Geräusche macht und nicht ein Geist. Also an die Geistergeschichte glaube ich jetzt eher weniger. Was noch dazu kommt, dass unser Autoschlüssel weg ist, jemand muss ihn genommen haben und dass wir in dieser in diesem Gefrierschrank eingesperrt wurden. Das wurden wir, das ist kein Zufall. Also da ist so, ich weiß nicht. Ich lasse den Hund jetzt mal weiter hecheln und feier Weihnachten.
Aber die Zeit hatte sie, ne? Mir wäre das so scheißegal, ob hier ein Baum steht. Here I am. You still there? Where else should I be? Did you forget what day it is? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go! I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. But I don't get it. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie slash defibrillator. Mm. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Flirtest du etwa mit mir? Ooh. Irving, are you hitting on me by any chance? No. What are you... I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Yeah. It's one of my fascinating virtues. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah, I get it too. Yeah, that's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of 80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and... she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, that sound. Was it on your end? No. What are you talking about? Like a... clinking. Mm-hmm. No, I don't hear anything. Wait there, I definitely heard something. Okay. War das noch mit nein? Hier hört man so ein Klingeln. Ich komme gleich mal auf das Gespräch mit Irving zurück. I was thinking about earlier, when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. That's really sweet, but maybe we should put this conversation on hold. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise.
Oh, right. I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please! Shut up! Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Komm da gleich drauf zurück. Jetzt höre ich das Klingeln richtig stark. Genau. Aber woher kommt das? Ich sag ja, ich komme gleich auf das mit Irving zurück. Obwohl, erstmal, ich glaube, ich hatte recht mit meiner Vermutung, der ist hier im Haus, denn das... Der da gerade so eine Frau verabschiedet hat, ne? Was war das denn für ein Flüstern? Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Und in den wichtigsten Momenten kann man ihn nicht erreichen. Hey, sorry, I didn't answer. I was busy. Oh, No problem. It's fine. What do you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Whoa. Da läuft doch einer rum. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Maybe it's not me. It's this hotel. I didn't hear you. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And he... I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, I... Sorry, I'm... Becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Naja, ich höre das Geräusch ja immer noch. Aber erstmal ist er nie zu erreichen, wenn man den erreichen muss, wenn gerade irgendwie was richtig Wichtiges ist, Tag 8. Dann diese Verabschiedung, das hat er getan. Er hat mit verstellter Stimme gesprochen. Das war so offensichtlich. Und das auch, dass da jemand rumläuft, dass da eine Toilettenspülung geht. Es geht zur Toilettenspülung und danach ruft er an und sagt, Entschuldigung, ich war ein bisschen beschäftigt. Der ist da irgendwo. Mein Gott, das ist jetzt wird's richtig, ich weiß nicht, schräg, unheimlich. Oh. Mein Gott. Wir sind in einer Kirche. Das sehe ich schon. Bevor ich hier überhaupt meine Jüde nee. Oh. Wie kommen wir denn hier hin?
Und dieses Klingeln ist immer noch da. Und ich muss jetzt aufhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.